Glück auf und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SSZ. Erstmal frohes neues Jahr an meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir sind heute hier also beim Testspiel mit Vitesse Arnheim hier bei uns zu Hause. Und ja, wir empfangen den Tabellenletzten der Eredivisie. Ich bin mal gespannt. Der Trainer hat ja die erste Elf, die wahrscheinlich dann nächste Woche spielen wird, auch eingesetzt. Hoffmann ist zudem in der Startelf. Mal gucken, wie das dann nächste Woche sich darstellt, ob Hoffmann da auch starten wird oder eventuell Paciencia wieder. Lassen wir uns überraschen, vor allem wie die Jungs sich heute präsentieren. Gestern das Spiel gegen Groningen hat mir auch gut gefallen. Der Torwart, wie gesagt, 18 Jahre, A-Jugend, hat gut was rausgeholt. Und in dem Sinne, so kann es weitergehen. Mein Tipp fürs Spiel heute, ich denke mal 2-0. Und ja, an meiner Seite der Marc wieder. Frohes neues Jahr, Jungs und Mädels. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Seid gut reingerutscht und es wird mal ein klasse 2-0 heute für uns. Sagst du auch? Ja. 2-0, ja, denke ich auch. Ja. Vor allen Dingen, ja, ich denke mal, Arnheim wird auch nicht so viel heute dagegen halten. Und ist halt nur ein Testspiel, aber ich denke mal, dass unsere Jungs Der Wittek wird sehr bemüht können. Sein, was zu zeigen. Genau, Wittek und Bero. Und Bero, richtig. Genau. Also, ja, genau, in dem Sinne, gehen wir mal rein für den Verein und dann viel Spaß. Schöne Bernardo. Jetzt guck mal, Schüler. Ah, schade. Jawohl. Versenkt das Ding nochmal nicht auf den Torwart immer drauf. Unglaublich, Mann. Unglaublich. Einfach mal in die Ecke kurz oder lang oder abspielen. Jimmy. Ja, unglaublich. So, so, Jungs, gucken. Ah! Bernardo, bring ihn, jawohl. Schön, der Capitano. Ui, ui, ui.
da jemand. Top, top. So sehr muss geil. Halt. Manuel, schön. Sehr geil. Abgewahrt, Ruhe bewahrt. Ja. Perfekt. Man sieht, wir haben wieder gute Torhüter. Erster Torhüter, Manu. Topform. Eindeutig. Unser Rülleke, Tide und der Bruno. Also, da mache ich mir keine Sorgen, würde ich sagen. Jetzt müsste der Kevin noch mal besser werden. Und der Philipp vorne. Und der Philipp. Ja. Philipp heißt er, ja, Philipp. Philipp, ja. Ich war dumm, ich hab irgendwelche Verwechslungssachen mit Polter. Ja, 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 ja. Das ist, sieht auch ein bisschen so aus irgendwie. Polter 2.0, obwohl, ja. Na gut. Zum Glück nicht wechselwillig. Na? Ja, er hat ja auch gerade erst verlängert. Also, darum, darum. Ja. Oh. Halbzeitstand im letzten Test vor dem Start wieder in die erste Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL und den Gästen aus Mannheim 1:0. Slapstick ist das, Alter. Boah, unglaublich. Also, ich will ja nichts sagen, aber damit tut der junge Mann sich keinen Gefallen. Mach ihn doch einfach rein. Mach doch die einfachen Dinger erstmal. Hol dir doch das Selbstvertrauen oder was weiß ich. Also, Junge, Junge. Das, Der Druck, es ist einfach der Druck, der ist viel zu hoch. Ja, natürlich über die Woche. Er muss. Ja, ja. Funktioniert nicht. Aber deshalb sage ich ja einfach die irgendwie mit der Spitze, mit der Hacke einfach rein damit das Ding da. Ja. Jetzt. Selbstvertrauen holen. Aufkloppen. Ja. Mit Torwart mit ins Tor schießen. Ja. Scheißegal. Wir wollen denken, nicht so viel denken. Der Wille muss mal da sein. Ja. Meine Güte. Ich will ihn dem ja nicht absprechen, aber ja. Trotzdem eine ganz schöne Slapstick-Einlage gerade machen. Ja, ja, ja. Philipp. Glaubt man nicht und macht die einfachen Dinge. Einfach reinschieben, das Ding, scheißegal, nicht so viel nachdenken. In der Ehrendivisie. Ich dachte schon, die versauen uns den Tipp. Ja, das wäre auch noch Scheiße. Bitter gewesen, ja. Ja? Ich hoffe nicht. Gute 15:30 Uhr hier in unserem
Zu Gast ist der SV. Hat sich direkt schön an den Oberschenkel gefasst. Ja. Bin mal gespannt. Scheiße. Ja. Nächste Woche, letzter Hinrundenspieltag, 17. Spieltag gegen Werder, dann zu Hause. Und auf den Weg auf jeden Fall noch alles Gute an Vitesse. Ich hoffe, dass ihr den Klassenerhalt schafft. Und dann ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Ja. Jawohl. Also, macht's gut und bis bald. Und der Tipp stimmt ja. Genau, die der Tipp stimmt. Kann wieder kommen. Genau, die wird dann kommen. Okay, ciao, ciao. Macht's gut, Jungs. Ciao.